Hey, schön, dass du dabei bist bei unserem heutigen Video, in dem wir ein Workout für deinen Bauch machen, das dich hoffentlich ordentlich ins Schwitzen bringen wird. Das Schöne beim Bauchtraining ist ja, dass man eigentlich gar keine Geräte braucht. Also, du kannst das Training gut zu Hause machen, aber natürlich auch im Fitnessstudio. So eine Bauchmuskulatur ist übrigens auch relativ wichtig für die Rückengesundheit. Woran liegt das? Es ist einfach so, dass du für eine, sag ich mal, stabile Wirbelsäule auch eine gute Bauchmuskulatur brauchst und eben die Rückenmuskulatur. Und wenn das Ganze nicht gut ausgebildet ist, zu wenig Bauchmuskulatur, dann sorgt das eben dafür, dass du eine gewisse Überbelastung in der Wirbelsäule hast. Also deine Bandscheiben sind einfach mehr belastet, die Gelenke sind mehr belastet und ja, das kann dann in der Folge zu Schmerzen führen. Jetzt wollen wir aber dafür sorgen, dass deine Bauchmuskulatur gut ausgebildet wird. Und wenn du jetzt Lust hast, deine Bauchmuskeln so richtig zum Brennen zu bringen, dann bleib einfach dran und mach mit uns die Übungen. So, schön, dass du dabei bist beim Bauchworkout. Bei jeder Übung werden ja alle Bauchmuskeln mehr oder weniger mittrainiert, aber der Fokus ist immer ein bisschen anders. Und bei den ersten beiden Übungen konzentrieren wir uns mal auf die obere Bauchmuskulatur. Für die erste Übung leg dich auf den Rücken auf deine Matte. Einfach erstmal nur hinlegen. Die Arme einfach schön neben dem Körper seitlich liegen. Handflächen zeigen nach unten. Und jetzt hebst du mit dem nächsten Ausatmen deine Beine mal nach oben in die Luft und überkreuzt jetzt die Unterschenkel, genau so. Und dann mit dem nächsten Ausatmen, also du konzentrierst dich jetzt erstmal darauf, dass du auch eine schöne Bauchspannung jetzt aufbaust, Bauch ist angespannt, und mit dem nächsten Ausatmen kommst du jetzt mit der Hüfte noch weiter nach oben, beziehungsweise überhaupt nach oben, hältst kurz und kommst wieder nach unten. Achte dabei jetzt auch darauf, dass das Ganze nicht nur über Schwung, also dass du mit einem Mal so Schwung nach oben bekommst, sondern dass das über die Bauchmuskulatur geschieht, wie du es jetzt auch hier schön bei der Laura sehen kannst. Einfach mal kurz anspannen, ausatmen und hochkommen. Da merkst du schon, dass das ganz schön anstrengend ist für die Bauchmuskulatur. Und dann lösen wir die Übung jetzt auch wieder auf. Ausstrecken, nachspüren, die Bauchmuskulatur hat jetzt stark gearbeitet. Die wohl bekannteste Bauchübung sind entweder Sit-ups oder Crunches. Das sind die Sachen, die du bestimmt auch irgendwann schon mal im Leben gemacht hast. Man kann sagen, dass Crunches etwas besser für die Wirbelsäule sind, weil du da nicht den ganzen Körper hochhebst. Wir können es auch mal kurz zeigen, was der Unterschied ist. Also bei Sit-ups kommst du eben mit deinem ganzen Körper hoch. Ja, das geht dann mit der ganzen Wirbelsäule. Und Crunches, also Crunch heißt ja auch krümmen, da kommst du eher, sagen wir mal, du hast nur so eine Krümmung hier im oberen Bauchbereich. So, deshalb machen wir jetzt Crunches. Wir bauen die Übung nochmal kurz auf. Also, du legst dich erstmal auf deine Matte, Beine erstmal ausgestreckt, Arme entspannt neben dem Körper. Die Beine sind so etwa hüftbreit, einfach in Verlängerung von der Hüfte. Und dann stellst du die Beine auf. Es gibt natürlich auch Abwandlungen, dass man wie so eine Art Stufenlagerung macht, also hier so 90-Grad-Winkel oder über Kreuz geht auch. Wir machen es jetzt aber mal so, dass wir die Beine hier anwinkeln, auch etwa 90 Grad, und die Fußsohlen stehen flach auf der Matte. Dann nimmst du jetzt deine Hände bzw. Fingerspitzen links und rechts neben den Kopf, berühren dann so leicht den Kopf. Und ja, jetzt konzentrierst du dich schon mal, dass die Bauchmuskulatur gleich arbeiten wird. Und mit dem nächsten Ausatmen kommst du dann eben so leicht nach oben, aber nur mit dem oberen Bauchbereich. Und machst diese Übung jetzt 10 Mal, sage ich mal. Achte darauf, dass der Kopf, wie du hier schön bei Laura siehst, jetzt weder nur zum Kinn runter zeigt, noch irgendwie nach hinten abknickt, sondern er bleibt eigentlich gerade. Nur so ist die Übung auch wirklich effektiv. Anstrengende Übung, aber versuche es zu machen, wie du kannst. Natürlich, wenn 8 drin sind, sind 8 drin, auch wunderbar. Oder 10.
Und wir empfehlen da ja, vielleicht dreimal so 10er-Sätze oder 10, 8, 6, je nachdem, was dir so gefällt, was dir auch gut tut. Wichtig ist noch, dass du, wenn du in einem Satz drin bist, also wenn wir jetzt nochmal anfangen mit der Übung, zweiter Satz, dass du mit deinen Schultern nicht auf den Boden kommst erstmal. Ja? Die Schulterblätter kommen immer nur in den Pausen oder am Ende der Übung dann wieder auf den Boden. Und du machst dann einfach die Übung so weiter. Die Position bleibt auch während der Übung eigentlich immer gleich. Ja? Deine Hände, Ellbogen verändern die Position an sich jetzt nicht. Sehr schön. Dann lösen wir die Übung auf und ich wünsche dir viel Spaß zu Hause, wenn du die Übung wirklich in so Dreierblöcken mal machen kannst. Mit der nächsten Übung trainieren wir jetzt die seitliche Bauchmuskulatur. Lege dich dafür wieder auf den Rücken, auf deine Matte, strecke die Beine aus und bringe die Finger jetzt an die Seiten vom Hinterkopf, links und rechts. Die Ellbogen zeigen schön nach außen und versuch auch, es geht während der Übung nicht ganz, aber dass du hier eine gerade Linie behältst. Also nicht noch zu weit nach vorne kommen, sondern hier eine gerade Linie, so als ob eine Linie von Ellbogen zu Ellbogen durch deinen Körper durchgehen wird. Dann heben wir jetzt auch die Beine schon an und ja, werden jetzt zum Käfer. Das geschieht, indem du jetzt deine rechte Brustseite erstmal zum linken Knie bringst und dann das Ganze schön dynamisch abwechselnd machen. Linke Brustseite, rechtes Knie und so weiter. Wenn es geht, versuche diese Linie aufrechtzuerhalten, dass du nicht nur die Ellbogen nach vorne links und rechts bringst, also so wie Laura das macht. Ist eine sehr anstrengende Übung, geht auch ordentlich in die seitliche Bauchmuskulatur. Und du kannst das Ganze auch mit der Atmung verbinden, wenn du magst. Also ausatmen, komme ich nach vorne in den Crunch und einatmen, wieder leicht nach unten. Wir lösen jetzt mal kurz auf. Ist auch eine Übung, wie bei allen Bauchmuskeln, auch bei der ersten Übung, bei der zweiten, wo du vielleicht auch so Sätze dir vornehmen kannst. Einfach Sätze machen, also schau, wie viel du machen kannst, vielleicht 10 Übungen oder auch am Anfang nur 8 oder 6 und dann machst du eine Pause von einer Minute oder auch 2, entspannst ein bisschen und versuchst dann die Übung nochmal zu machen. Machen wir jetzt auch nochmal kurz einen zweiten Satz, wieder Ellbogen nach außen, Beine hoch und dann wieder in diese Käferbewegung reinkommen. Achte auch hier darauf, dass du den Kopf jetzt nicht mit deinen Händen wirklich nach vorne ziehst. Ja, das ist auch nicht gut für die Halswirbelsäule, für deinen Nacken, sondern es ist nur, der berührt hier, aber du ziehst daran nicht. Und dann atmest du wieder aus, streckst die Beine jetzt aus, legst die Arme ab und entspannst kurz. Fühl jetzt auch mal wirklich nach, was deine Bauchmuskulatur, wie sich die anfühlt. Die hat jetzt wirklich viel gearbeitet. Spür da einfach mal kurz nach und mach eine kurze Entspannungspause, bevor wir jetzt zur nächsten Übung kommen. Die nächste Bauchübung zielt vor allem auf den unteren Bauch ab, also die untere Bauchmuskulatur. Lege dich hierfür wieder auf den Rücken, auf deine Matte. Beine sind ausgestreckt. Und die Handflächen zeigen jetzt auf den Boden, also Handflächen nach unten, seitlich neben dem Körper. Bringe jetzt die Beine nach oben und streck sie erstmal nach oben hinaus. Wenn du es nicht ganz so kannst jetzt wie Laura, einfach etwas beugen. Auch später in der Übung die Knie leicht beugen, weil durch so eine leichte Beugung ist es einfach angenehmer für die Gelenke. Aber es reicht eine leichte Beugung. Die Übung funktioniert jetzt so, dass du in dieser Ausgangsposition bist und jetzt langsam die Beine nach unten kommen lässt. Achte jetzt aber darauf, ab welchem Punkt du hier, sag ich mal, im unteren Rücken abheben würdest, also ab wann du hier ins Hohlkreuz kommst. Wenn du das merkst, dann hörst du an diesem Punkt auf, runterzugehen. Ich merke das jetzt hier, dass irgendwann kommt der Punkt, wo bei Laura der untere Rücken hochgeht und sie eben dann ins Hohlkreuz kommt. Und um das Ganze noch etwas zu vereinfachen, genau richtig, kannst du die Beine auch hier etwas über Kreuz machen. Ist auch für die Gelenke dann etwas schonender. Und du merkst dann, dass du schnell ins Zittern kommst, wenn du nach unten kommst. Deswegen lösen wir jetzt auch erstmal wieder auf.
und atme mal aus. Gerade bei der letzten Übung kann es sein, wenn du jetzt erst mit Bauchmuskelübungen beginnst, dass du da nicht 3x10 Übungen machen kannst. Aber auch völlig okay, wenn es erstmal nur 4 oder 5 sind. Versuch dann einfach eine kleine Pause zu machen und dann nochmal in einem neuen Satz eben weiterzumachen. Generell kann ich dich wirklich nur ermutigen, auch wenn du jetzt gar nicht sagst, ja, Bauch ist gar nicht so der Bereich, den ich jetzt unbedingt trainieren muss, aber dass du auch da die Bauchmuskulatur wirklich trainierst, weil eine starke Körpermitte hilft dir eben auch, eine gute Körperhaltung zu haben. Und das wiederum ist natürlich auch sehr gut für deinen ganzen Rücken. Also ich hoffe, dass dir die Übungen in diesem Video jetzt wirklich gefallen haben. Und wenn du die eine Weile machst, dann auch für den Bauch, für den Rücken und eben für deine ganze Körperhaltung dir auch wirklich was bringen. Wie immer freuen wir uns, wenn du dem Video ein Like gibst und du auch unseren Kanal abonnierst, damit du weitere Videos von uns bekommst. Wie immer haben wir auch weitere Informationen in unserem Blog, also schau mal gerne auf unserer Website vorbei. Und dann freue ich mich, wenn wir dich im nächsten Video wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, ciao.